um Ihnen zu sagen, wir können nicht immer nur reagieren, wenn ein großer Anschlag war oder wenn ein Gedenktag ist. Gestern eine deutsche Zeitung titelte: Wie sicher sind Juden in Deutschland? Ist Ihre Lesung vielleicht ein Präventionsprogramm, als Präventionsprogramm zu sehen? Programme dieser Art mache ich jetzt 40 Jahre. Und das ist eigentlich das Bittere und das Erstaunliche daran, dass es nicht aufhört, sondern dass man immer wieder Orte sucht und Öffentlichkeit sucht und Mitstreiter sucht, die sich dieses Themas annehmen. Also es ist leider nicht weniger geworden, wie ich mal dachte, sondern es wird mehr. Man gibt also wirklich einen Staffelstab weiter. Es scheint sich jede Generation immer wieder mit dem Thema von Antisemitismus, von Ausgrenzung, von Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen oder auseinandersetzen zu müssen. Auf eine merkwürdige Weise greifen ja auch immer wieder Mechanismen, wie man Menschen für diese Ausgrenzung auch erreicht. Das ist dann entweder sind es wirtschaftliche Verhältnisse, es ist eine Demokratiemüdigkeit, die wir auch in diesem Land feststellen, die ja wirklich erstaunlich ist, finde ich, weil es sich anscheinend auch immer noch nicht rumgesprochen hat, dass Demokratie natürlich auch bedeutet, Arbeit bedeutet und Einsatz und auch schwierig ist und nicht bedeutet, das sollen mal alle anderen immer machen. Mhm. Also insofern, ja, ich mache das, weil ich versuche, wann immer es mir zeitlich möglich ist, daran mitzugestalten, eine Thematik in die Öffentlichkeit und in den Alltag von Menschen zu bringen, um ihnen zu sagen, wir können nicht immer nur reagieren, wenn ein großer Anschlag war oder wenn ein Gedenktag ist, sondern leider Gottes ist es so, dass wir den Alltag gestalten müssen. Und insofern finde ich natürlich diese Idee, die hier stattfindet, dass man das wie ein Marathon macht und weiterleitet, das hat mich so schnell überzeugt. Abgesehen von den Gedichten und von Herrn Ehling, der das Buch rausbringt, und von Herrn Schmidt, der es verfasst hat, ist es ja nicht das erste Mal, dass ich mit in dieser Konstellation auftrete. Es ist überzeugend und die Gedichte, finde ich, sind überzeugend und daher mache ich das. Ja, wunderbar. Also wir wissen ja alle, dass Sie schon sehr, sehr lange, also das Engagement für jüdische Belange in der Welt verfolgen. Naja, vor allen Dingen unsere moralische Verantwortung, dass wir unsere Geschichte kennen. Nicht eine Schuld, wir haben keine, es geht nicht um Schuldfragen, es geht um die, ich finde, um die moralische Verantwortung, dass wir unsere Geschichte kennen, dass wir uns mit ihr auseinandersetzen. Wir können auch sonst eigentlich kaum weder die Gegenwart noch die Zukunft gestalten, wenn wir unsere Vergangenheit nicht kennen. Genau, also der Zentralrat der Juden, der hat ja gerade eine Befragung durchgeführt. 20% der Bevölkerung in Deutschland ist latent antisemitisch eingestellt. Das sind 16 Millionen Menschen in Deutschland. Denken Sie, dass Sie mit diesen Lesungen ein Umdenken bewirken? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, vor vielen langen Jahren habe ich mir das mal vorgestellt, dass man das könnte. Was ich aber glaube, ist, was möglich ist und was wichtig ist, immer wieder das Thema in den Vordergrund, in den Mittelpunkt zu stellen und dass man dann sieht, ein Saal ist voll. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement dieser Menschen, die heute Abend hierher gehen. Das ist ja eine Wahl, die sie haben. Und sich dafür zu entscheiden, bedeutet natürlich ein Statement.
Sie können mit Fug und Recht sagen, das hat man mir auch oft schon oder mir die Frage gestellt, aber die Leute, die ich erreichen muss, die erreiche ich doch damit nicht. Was ich aber glaube ist, wir sind natürlich auch gerade in der medialen Welt, ob das in Deutschland ist oder weltweit ist, werden immer wieder über Übergriffe berichtet, über die Unangenehmen, die Traurigen, die Dinge, die einen wütend machen. Umso wichtiger ist es, dass man eine ganz starke, große Kraft von Menschen weiß, die dagegen sind. Und vielleicht muss man sie immer wieder ein bisschen motivieren und sagen, so ein Abend kann auch dazu beitragen, in unmittelbarer Nähe, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Arbeitskreis, wenn ein dummer Satz fällt, wenn ein blödsinniger Witz gemacht wird, reagier drauf. Ja. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass man das erreichen kann. Und in dieser Zeit, Sie sagten ja gerade, Sie beschäftigen sich schon eigentlich 40 Jahre damit. Denken Sie, es hat sich schon was geändert? Ich fand, wir waren mal schon auf einem besseren Weg. Ich dachte, wir waren mal auf einem sehr viel besseren Weg. Und da muss man natürlich sehr bitter zur Kenntnis nehmen, dass nichts von Sicherheit ist. Und schon gar nicht da, wo Menschen sich in irgendeiner Weise oder wo Menschen die Möglichkeit haben, Schuldige zu sehen, Schuldige zu suchen. Das ist ja so eine reflexartige Reaktion anscheinend bei manchen Menschen. Erstmal die Schuld im System, bei den anderen irgendwie zu suchen. Nun mag es viele Menschen geben, die durch ein System durchfallen. Das müssen wir auch wissen. Ja, ja. Die Schere bei uns geht weit auseinander. Es ist also jede Menge Boden da, wo man wüsste, da gibt es Möglichkeiten, dass die Rechten da natürlich ihr Terrain auch erobern werden. Und so ist es ja auch. Mhm. Und deshalb sind alle gefordert. Eine Regierung ist gefordert, eine Gesellschaft ist gefordert. Natürlich müssen wir daran arbeiten, dass das wird kollabieren, wenn unsere Schere weiter auseinander geht. Wenn wir jungen Leuten nicht die Möglichkeit geben, nicht einmal ihren Lebenstraum, aber vielleicht ihren Berufstraum zu erfüllen. Also daran hapert es natürlich auch. Es sind so viele Versatzstücke, die zusammengreifen müssen. Und ja, da sind wir als Gesellschaft und ganz stark eben auch die Politik immer, immer wieder gefordert. In Berlin zum Beispiel ist ja also in den Schulen sehr, sehr, sehr viel Antisemitismus. Und für Kinder kommen auch aus Staaten, wo man die Juden eigentlich bekämpft. Bekämpft und dann wird, ich kenne sowas, weil ich habe sehr viele Märchenlesungen in sogenannten Problemschulen gemacht. Wir haben versucht über Märchen, und zwar über Märchen aus Tausend und einer Nacht, über italienische Märchen, über jüdische Märchen, über deutsche Märchen, Kindern klarzumachen, dass das Fremde, also dass es das Fremde gibt, dass es was anderes gibt, dass es ganz andere Lebensformen gibt. Aber dass das Fremde auch spannend sein kann, dass man sich darauf einlassen muss. Und ich habe natürlich diese Diskussionen auch dort geführt. Ich habe gemerkt, dass es Diskussionen darüber gab, dass muslimisch erzogene Kinder gesagt haben, ja, aber meine Eltern haben, und das haben mir die Lehrer auch erzählt, die Lehrer haben gesagt, die Eltern von muslimischer Kinder sind gekommen, haben gesagt, wieso nehmen Sie hier den Autor durch, das ist doch ein Jude. Ich will nicht, dass mein Kind mit einem jüdischen Autor konfrontiert wird. Und daran merkst du nur, und auch umgekehrt wird sein, weil es ist so ist. Daran merkst du natürlich, da wird etwas im Elternhaus weitergegeben, natürlich. Mhm. Und da sind wir, ich behaupte ja auch immer, das Elternhaus ist dasjenige, das den Kindern die größte Möglichkeit gibt, eigentlich sich zu formen, sich zu informieren und alles. Aber wir wissen, dass es auch in einer ganz negativen Weise sein kann. Und die, sagen wir mal, Menschen, die dann zu Hause ihre Denkungsweise einer Vernichtung von Israel zum Beispiel Ausdruck geben, ja, wie will man die erreichen? Die Kinder kriegen das mit und dann sind Lehrer wiederum gefordert. Also ich glaube, dieser Kreislauf ist ein ganz, ganz schwieriger und ein ganz komplexer. Und es gibt auch nicht die eine Antwort. Es gibt nicht die eine Antwort. Ich weiß sie schon gar nicht. Also da arbeiten ja auf soziologischen und wissenschaftlichen und politischen so viele Menschen und
Bürger, die eben ihre eigene Verantwortlichkeit auch in die Hand nehmen. Wir dürfen das nicht schluren lassen. Wir müssen auch da, wo wir das Gefühl haben, wir erreichen da vielleicht nichts, doch dranbleiben. Man muss hartnäckig und penetrant bleiben. Ja, eine kurze Zeit war ja hier eine etwas andere Stimmung, als in Paris eben halt dieses schlimme Attentat passierte. Aber ich habe so das Gefühl, als wenn das jetzt alles schon weit weg ist und auch vergessen ist. Die Welt sozusagen ist im Moment sicherlich sehr, sehr unruhig und beunruhigend. Und ich glaube, dass wir uns alle auf einem relativ dünnen Eis gerade befinden, ja, weltweit. Er irrt. Du riechst nicht nach Bleiben. Ein Löffel ist besser als zwei, hängen dir um den Hals. Du darfst einen haben, denn mit der Hand schöpft sich das Heiße zu schwer. Es liefe der Zucker dir durch die Finger, wie der Trost, wie der Wunsch an dem Tag, da er dein wird. Du darfst einen Löffel haben, eine Rose, vielleicht ein Herz und vielleicht ein Grab mit Reichtum ohne Maß. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Voll Leben und voll Tod ist diese Erde. In Armut und in Reichtum grenzenlos. Gesegnet und verdammt ist diese Erde. Von Schönheit hell entflammt ist diese Erde und ihre Zukunft ist herrlich und groß. Denn nahe, viel näher als ihr es begreift, steht diese Zukunft bevor. Ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift, die Schatten vom Antlitz der Erde schon streift und greift zu den Sternen empor. Ich weiß, dass vom Sender zu Sender bald fliegt die Nachricht vom Tag, da die Erde genas.